Ein herzliches Hallo aus meiner Küche. Ich sehe irgendwie heute ein bisschen wuschig aus. Keine Ahnung, ob es an den heutigen Tag liegt, der wieder fantastisch gelaufen ist, oder dass es daran liegt, dass ich gerade was Tolles entdeckt habe. Und das zeige ich euch jetzt mal, denn euer Thermomix zeigt euch was ganz Besonderes ab heute. Und auf Cookidoo in der App könnt ihr eure ganz persönlichen Highlights von dem ganzen Jahr euch anschauen. Also, einfach mal ausprobieren. Jetzt kommt aber erstmal das, was ihr an euren Thermomix sehen könnt. So, du hast deinen Thermomix gestartet. Er hat sich mit Cookidoo verbunden und du schiebst einfach mal das Fenster nach rechts. Hier wirst du wie immer jeden Tag nett begrüßt und es wird gefragt, was du heute kochen möchtest. Und jetzt schiebt er einfach mal das Fenster ein bisschen hoch und dann geht ihr mal bitte hier auf diesen Pfeil. Das ist doch mal wohl cool, ne? Also, immer mal wieder die Startseite von Cookidoo am Thermomix aufrufen und einfach mal hier so durch die Ebenen scrollen. Da gibt es immer wieder mal versteckte Videos. Mit jedem Update von Vorwerk für euren Thermomix ist euer Thermomix wieder wie neu. Oder aufgefrischt oder einfach interessanter. Oder was ihr wollt, ist vollkommen egal. So, dann gucken wir mal, hier diese ganzen Ebenen solltet ihr wirklich mal euch nicht unbedingt täglich, wie ihr möchtet, einfach mal anschauen. Es sind hier so tolle Tipps verborgen und auch ab und zu immer mal wieder noch ein Video. Ach, schau an, da ist ja auch noch das mit dem Sensor. Schauen wir doch mal, was dahinter verborgen ist. Und wer von euch hat schon den Sensor in der Aktion als Gastgeber für 99 Euro mit 3 Gästen ohne TM6? Und was seht ihr da? Wieder ein Pfeil. Wünschst du dir beim Kochen ab und zu noch mehr Kontrolle und sicheres Gelingen? Lust auf frisches Brot? Einfach den Sensor in den Teig einführen und die perfekte Kerntemperatur einstellen. Kuchen zum Kaffee. Mit dem Halter kannst du den Sensor auch in flüssigen Teigen verwenden. Immer perfekt, dank Benachrichtigung auf dem Smartphone. Nach dem Gebrauch einfach säubern und fürs nächste Mal verstauen. Mit dem Thermomix-Sensor garantiert gelungen. Und das macht doch Lust auf mehr, oder? Ab Januar finden bei mir weiterhin regelmäßig Kochkurse statt. Immer gerne freitags ab 15 Uhr oder samstags ab 14 Uhr. Und ich werde ab Januar auch mit Basenfasten anfangen. Ich gebe euch ganz viele Tipps und Tricks, wie ihr euch richtig gut basisch ernähren könnt, euren Basenhaushalt ins Gleichgewicht wieder bekommt und dadurch viele Krankheiten vermeiden könnt. Also, ich freue mich auf euch.